So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus. Und wir packen heute wieder ein neues Spiel aus. Und zwar machen wir dazu eine kleine Reise zurück in die 80er. Für die von euch, die das erlebt haben, werden sich bestimmt an zwei Kinofilme erinnern, um die es sich jetzt bei den folgenden beiden kleinen Spielchen, die wir auspacken, dreht. Machen wir es kurz. Hunted von Gabe Barrett. Und das eine Spielchen heißt Kobayashi Tower. Und wer jetzt denkt, Moment mal, kommt mir doch bekannt vor, der könnte sich an Nakatomi Tower erinnern. Nakatomi Plaza in dem Film Die Hard, stirb langsam, mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Und so ähnlich wie diesem Helden damals in dem Film Die Hard, geht es uns in diesem Spiel. Hier werden wir von Touristen in einem Hochhaus gejagt und müssen unsere Ehefrau aus den Klauen des Bösewichts retten. Solo-Spiel, 20 Minuten, 13 Jahre aufwärts. Geht auch für zwei Spieler, gucken wir noch mal rein. Wir packen gleich aus. Das zweite Spiel kümmert sich um einen anderen Film, auch aus den 80ern. Und zwar werden wir da nicht von Terroristen gejagt, sondern von fiesen Aliens. Und genau so heißt auch der Film, Aliens Teil 2, mit Sigourney Weaver damals in der Hauptrolle. Und ihr seht es auch hier schon, eventuell am Artwork, jawohl. Auch das ist etwas bei Jorge Velez, das Artwork. Das ist etwas, was auch sehr schön an den Film erinnert, genauso wie das hier. Das ist das Artwork. Mich hat es angemacht auf Kickstarter, eine Kampagne aus 20, ich glaube sogar noch 19, und hat natürlich dann wegen Corona auch Verlängerung gehabt mit der Lieferung. Und jetzt ist es heute Abend bei mir frisch eingetrudelt. Wir haben den 16. Februar. Und wir packen einfach mal aus. Dabei lagen noch ein paar Karten. Das sind Kickstarter oder Stretch Goals, die freigeschaltet wurde. Gucken wir uns gleich an. Für beide Spiele jeweils noch welche. Und wir schauen mal rein. Gucken wir mal, was alles so drin ist. Bezüglich der Komponenten gab es insbesondere für Kobayashi Tower noch ein bisschen Verwirrung. Aber wir gucken erstmal in Mining Colony 415 rein. Das ist die Aliens-Version. Regelheft Englisch, ohne Seitennummerierung. Und das hier ist etwas. Ein paar Markierungswürfel. Ein Stapel Karten. Oh, noch ein Beutelchen. Und einige aus sehr dicker Pappe. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist durchaus kräftige Pappe. Die Pöppel und die Box ist dafür gedacht. Es handelt sich hier um ein Geschicklichkeitsspiel. Es geht darum, dass wir in den Kampfsituationen, zu denen es natürlich kommen wird im Rahmen des Spiels, nicht Würfel werfen, um das Ergebnis des Kampfes zu bestimmen, sondern die Markierungen in den Schachteldeckel werfen müssen, und zwar auf das Alien. Ihr seht hier die Alien-Königin sozusagen, oder ein Alien mit einem Kreis und hier mit einem etwas deutlich kleineren Rechteck. Hier unten steht es auch schon, das ist die schwierige Seite, das hier ist die einfache Seite, die kommt nämlich hier in die Schachtel. Und dann werden Tokens, ich feuere mal einen Schuss ab, sozusagen, oh, jetzt spiegeln die Lampen, mal gucken mal, so. Ich muss den Schuss so reinwerfen in die Schachtel, dass ich nicht mit der Hand über die Schachtel komme, sondern von außen reinwerfe. Und ihr seht jetzt, ja, kann man es erkennen, ich versuche es mal vorsichtig hochzuheben, das Token berührt den Kreis und ist sogar leicht drin, damit ist das ein Treffer. Würde das Token außerhalb liegen, wäre es natürlich dann verfehlt. So werden hier in Hunted Mining Colony 415 die Kämpfe gespielt. Und die genauen Regeln muss ich mir natürlich dann nochmal durchlesen, das mal ausprobieren, bevor ich euch da ein Let's Play zumache. Und jetzt muss ich mal schauen, dass wir hier... Na, wo ist der Anfang? Es ist mein Glück, dass ich den Anfang nie finde. Sehr schön. So, typisch. Machen wir es halt auf der anderen Seite auf, dann geht's auch. So. Die Karten sind etwas dünner und einfacher als zum Beispiel bei Marquis oder Black Sonata. Aber es sind auch eine ganze Menge Karten.
Sleeves habe ich nicht dazu bestellt, die hätte es geben können mit dem All-In-Pledge, den habe ich mir aber nicht genommen, eine Referenzkarte. Und wir gehen mal so ein bisschen durch das Artwork durch, da sind die Marines, Hobbs heißt dieser hier, Waffen. Das Spiel läuft im Wesentlichen so, ja, das sind die Locations, die Armory, die, also die Waffenkammer, Medical Bay, Kontrollzentrum, Communications, Sewer, was ist das nochmal, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, die Satellitenschüssel, gebrochene Brücke, also das sind Orte, an denen ich hier durch die Gegend laufen muss, bis hin zum finalen Showdown mit der Alien Queen auf dem Landingpad. Ihr erinnert euch vielleicht an den Film, der ein oder andere, der ihn gesehen hat. Ich finde unterwegs Gegenstände, ich begegne Aliens, die ich bekämpfen muss. Ich finde Heilgegenstände, Waffen natürlich, Ausrüstung, Mitstreiter. Und wir erinnern uns alle an die Katze, hier heißt sie Sprinkles. Im englischen Original weiß ich gar nicht genau, wie die Katze hieß. Müssen wir nochmal anschauen vielleicht die Tage. Motion Detector, das sind alles Dinge, die einem bekannt vorkommen. Explosionen finden statt. Also ein für mich sehr ansprechendes Artwork in Aliens Orange. Dann suchen wir uns direkt auch die Karten dazu raus, die noch da reingehören. Packen das wieder zusammen, bevor wir das andere auspacken. Das kommt einfach mal rein. Drei Markierungswürfel, die Regeln, das Tütchen. Mal gucken, ob wir es brauchen. Wahrscheinlich für die Tokens. Passt. Mining Colony. Und dann kommt Kobayashi Tower, stirbt langsam in der Solo-Spieler-Variante. Und auch das vom Artwork ähnlich gestaltet wie gerade die Mining Colony. Und auch hier wieder das Regelheft. Und hier sind diesmal Würfel dabei. Eine ganze Menge sogar. Auch wieder Tokens, die wir unterwegs sammeln. Hier wieder das Tracking mit den Lebenspunkten und der Zeit, denn das ist der Hauptfaktor in dem ganzen Spiel, auch bei Mining Colony. Es wird gegen die Zeit gespielt, wir haben 20 Zeiteinheiten und am Ende müssen wir das Ziel erreicht haben und den Hauptgegner besiegt haben. Ansonsten war es das. Und wir gucken hier mal rein. Es fehlt wohl, da gab es in den Komponenten etwas Diskussion. Es fehlen wohl ursprünglich 2D6 Würfel. Und dafür war irrtümlicherweise wohl ein D12 Würfel noch dabei. Wir gucken mal, was wir jetzt hier bei uns konkret finden. Ne. Komm schon. Das ist ein D12. Also 12, das ist ein 0 bis 7, das sieht nach einem D8, nee, das ist ein 9er, also ein D10er von 0 bis 9. Hier nochmal, das hier sind 2, 4, 6, 8, wenn ich das richtig sehe, das ist 7, da ist die 8, jawohl. Das ist ein D8 und das ist ein D8. Und dann haben wir hier neben den Markieren, neben den Markern noch einen Beutel mit. Das sieht nach ganz normalen D6ern aus, jawohl. Einige für den Helden, andere für die Schurken. Denn die Kämpfe hier in Kobayashi Tower, die werden ausgewürfelt. Auch da, ich habe es jetzt lange nicht mehr im Detail mir angeschaut, auch die Regeln habe ich nicht mehr im Kopf. Es läuft wohl immer so, dass wir ähnlich wie bei einem Dungeon Crawler uns durch das Kartendeck durchspielen, beziehungsweise Karten ziehen und dabei dann entdecken, ob Schokolade ist natürlich wichtig für die Ehefrau, hilft aber auch, ihr seht es vielleicht hier, Discarte, reroll any number of dice you just rolled. Das ist also ein kostenloser Reroll, aber dann ist man die Schokolade los, die dann nachher eigentlich für die Ehefrau gebraucht wird. Agenten, Waffen, Handgun und dann hier die Locations, durch die man geht. Überwachungsraum, Krankenstation, Wachstation, Hotelzimmer, Besprechungsraum, Atrium,
Badezimmer, Treppenhaus, Baustellengebiet, Aufzugsschacht. Na, ihr kennt die Orte alle sicherlich. Lüftungsschächte, Geschenkeladen, Heizungsraum und natürlich oben auf dem Dach dann die Begegnung mit, in diesem Falle heißt der Terrorist Lars. Gut, und hier haben wir auch Türen, die wir finden, durch die wir laufen können. Ihr seht links und rechts Icons an drei Ecken von Vieren. Die bedeuten natürlich, dass man entweder Dinge damit braucht, um die Tür nutzen zu können, oder eben, dass man damit auch Dinge findet. Dieser Gang kann zum Beispiel auch Alarm auslösen, wenn man da zu laut durchläuft. Das schaue ich mir in den nächsten Tagen natürlich an und dann gibt es auch da hoffentlich kurzfristig ein erstes Let's Play zu beiden Spielen. Das ist der Plan. Das sollte jetzt in den nächsten Wochen auch besser klappen, als es in den letzten Wochen geklappt hat. Ich bin euch ja immer noch ein Let's Play schuldig von Kanban EV und weitere Let's Plays von Black Sonata und Maquis wollte ich euch auch noch vorstellen. Muss ich natürlich auch noch drehen alles, soweit sind wir leider noch nicht. Dabei weise ich noch mal darauf hin, von Maquis läuft noch die Kampagne auf Kickstarter. Findet ihr auf meinem letzten Maquis Let's Play, den Link dorthin. Da läuft natürlich noch die Kampagne für den Reprint von Maquis mit der neuen Auflage und den Zusatz-Items, die dort verfügbar werden, auch für die Besitzer der ersten Auflage. Dann gucken wir hier nochmal in die Bonuskarten rein, die als Stretch Goals kamen. Einige für, das war die Bazooka oder hier war es der Granatenwerfer. Das waren Stretch Goals im Kickstarter, die lege ich natürlich hier jeweils rein. Gar nicht mal so groß, kleiner auch als die Hüllen der DVDs, in denen die entsprechenden Filme stecken. Es sind keine Lizenztitel, das sei betont. Das hier sind Mining Colony 415 und Kobayashi Tower. Haben offiziell mit den Filmen, die ich genannt habe, nichts zu tun, aber thematisch sind sie natürlich ganz klar und auch sehr strikt daran angelehnt. Mir hat das Artwork sehr zugesagt. Sie waren auch gar nicht so teuer. Und ich verlinke euch natürlich die Kickstarter-Kampagne und das Boardgame-Geek-Profil von beiden Spielen im Video, in der Videobeschreibung. Und dann werden wir in den nächsten Tagen uns da reinhängen und dann gibt es irgendwann, vielleicht am Wochenende, ein erstes Let's Play dazu. Ja, so viel in aller Kürze erstmal vom Unboxing zu den beiden Hunted Games. Bevor ich das vergesse und beende, Gabe ist schon mit weiteren Spielen beschäftigt. Hier sollen viel mehr Spiele noch auf der Hunted-Reihe erscheinen, die gleiche Grundmechanik haben, aber dann unterschiedliche Ausprägungen, was das einzelne Auswürfeln oder Entscheiden von Ereignissen angeht. Hunted und also Kobayashi Tower und Mining Colony sind die ersten beiden gewesen im Doppelpack. Es soll jetzt im Februar ein neues starten namens Road Ridge, das dann an Stranger Things angelehnt ist, an die Serie, die ich aber nicht kenne. Wieder etwas anderes Artwork vom gleichen Künstler und dann soll es weitere Hunted-Spiele geben, die an unterschiedliche Themen angelehnt sind. Ich meine gelesen zu haben von Gabe, dass er geschrieben hat, er ist auch auf BoardGameGeek aktiv und auch eine Facebook-Gruppe zu der Hunted-Serie hat er im Betrieb. Ich meine, dass er auch irgendwas mit Stolz und Vorurteil im Sinn hat und auch noch weitere Hunted-Solo-Spiele beziehungsweise ein- bis zwei-Spieler-Spiele. Und die schauen wir uns in den nächsten Tagen an, diese beiden. Und dann werden bald dazu ein paar Let's Plays erscheinen da an meinem Kanal. Ja, bis hierhin erstmal von mir bis dahin. Bleibt gesund, viel Spaß dabei. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dann, euer Spartakus.